Ja, hallo meine lieben Ameisenfreunde. Heute will ich euch kurz mal den Nachwuchs meiner Steppengrillenzucht zeigen. Ich habe mir ja vor einigen Wochen Steppengrillen besorgt, in der Größe Mini. Ja, die habe ich dann so lange versorgt, bis sie eben dann ausgewachsen waren. Und dann habe ich versucht mal, die wieder zu züchten. Man sieht jetzt hier schon ein bisschen im Hintergrund, wie die Kleinen rumrennen. Also das sind keine Ameisen, sondern die kleinen Steppengrillen sind jetzt wirklich so winzig. Ja, wichtig bei der Grillenzucht oder Heimchenzucht ist, dass die adulten Tiere einen Behälter zur Eiablage haben. Der muss feuchtes Substrat enthalten. In meinem Fall habe ich einfach Gartenerde genommen. Muss halt immer feucht gehalten werden. Wenn man den Ertrag, also den Zuchtertrag erhöhen will, dann sollte man das Ganze mit Gase vorher abdecken, damit die adulten Tiere die Eier nicht fressen können. Ich habe das jetzt mal nicht gemacht und heute sind jetzt die ersten geschlüpft. Jetzt werde ich mal abwarten, wie viele da jetzt insgesamt noch rauskommen. Also der Behälter war insgesamt 1,5 Wochen bei den adulten Tieren. Also es sollten jetzt wahrscheinlich noch 1,5 Wochen lang etwa neue kleine Steppengrillen schlüpfen. Ja, hier unten sieht man jetzt ein paar. Also wie gesagt, die sind wirklich ganz mini. Also ja, die sind vielleicht so groß wie Lasius Nigerarbeiterin. Also vielleicht so 2-3 mm bloß groß. Die habe ich jetzt auch schon mit Futter versorgt. Hier ist eine Scheibe Gurke. Die wird aber momentan noch ziemlich ignoriert. Also weitaus interessanter finden sie hier die Fischflocken. Also man sieht jetzt hier, da frisst jetzt gerade eine kleine oder mehrere. Und naja, ich meine, die müssen ja wachsen. Da brauchen sie viele Proteine und in den Fischflocken sind halt recht viele drin. Ja, das war's dann auch wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.